Hallo, bei Reingedruckt möchte ich euch heute zeigen, wie ich Cura installiere. Cura ist die Software, womit ihr eure 3D-Modelle slicen tut. Also schreiben wir bei Google einmal Cura rein, öffnen das und dann kommt hier ein Pfad mit https://ultimaker.com. Da müsst ihr definitiv rein. Also einmal da drauf, kostenlose Version runterladen, einmal da drauf. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit zwischen den Macintosh, Linux oder Windows. Ich nehme in meinem Fall Windows, weil ich bin Windows-Anwender. Jetzt warten wir kurz auf den Download. Der ist ziemlich schnell vonstatten gegangen. Einmal hier rein. Und den Internet Explorer können wir schon zumachen. Jetzt sagt er, okay, wir können loslegen mit der Installation. Also starten wir das Ganze auch. Wir sollen einen kleinen Augenblick warten. Düb, düb, düb. Habe ich mal nicht auf Starten gedrückt. Nochmal Downloads. Ja. Jetzt. Daneben gedrückt. Passiert. Ja, möchten wir annehmen. Sind wir auch mit einverstanden. Keine Verknüpfung. Naja, wer will schon was haben, ne? Sind wir auch mit einverstanden. Hier die ganzen zusätzlichen Änderungen, die habt ihr die Möglichkeit und könnt sie jetzt mit installieren oder aber später nachträglich nachinstallieren. Nachinstallieren würde heißen, ihr müsst letztendlich dieses jeweilige Format dann nochmal, also dieses Programm nochmal installieren oder neu installieren. Was ihr aber auf alle Fälle mit installieren solltet, ist der G-Code. Mit anderen Worten, ihr habt schon mal einen fertigen G-Code bei euch auf der Karte drauf und dann könnt ihr den wieder mit auslesen. Und dann könnt ihr sehen, wie sieht das Modell aus, falls ihr nicht genau wisst, wie habt ihr das denn benannt. So, gehen wir weiter. Macht er relativ schnell. Geht auch schnell vonstatten. So, ist fertig zum Ausführen. Bestätigen wir einmal. Lore Plugins. Das sieht so aus, als wenn wir... Ah, hier ist noch ein Plugin aus meiner vorhergehenden Version mit drin. Das SolidWorks Plugin, das müsste ich dann aktualisieren. In der 4.8er Version hat das ganz gut funktioniert. Das hat den großen Vorteil gehabt, ich konnte meine 3D-Modelle, die ich mit SolidWorks erstellt habe, musste ich sie nicht extra in eine STL-Datei umwandeln, um sie dort dann wieder einzufügen, sondern ich konnte sie gleich so nehmen und Cura hat sie gefressen und hat Spaß gemacht. Geräte werden geladen. So, könnt ihr euch gerne durchlesen, könnt auch mitmachen, wenn ihr wollt, bei diesem Partnerprogramm. Ich mache es nicht, ich will es auch nicht. Und jetzt habe ich hier von meiner alten Version noch ein paar Drucker drin zu stehen, Drucker Falken, gehen wir mal rein. Ich möchte den G-Tech möchte ich nicht mehr haben. Den D12 möchte ich in dieser Konfiguration nicht haben und den I3, den behalte ich drin. Als Drucker hinzufügen. Und jetzt machen wir einfach eins, einen unvernetzten Drucker hinzufügen. Gucken wir in die Liste rein, ob mein Drucker jetzt mit da drin steht. Das ist der Vanhajo D12. Da ist er. Und dadurch ich einen Doppelextruder auf meinen Drucker drin habe, habe ich hier zwei Möglichkeiten. Einmal den als Dual und einmal als Mono zu installieren. Ich mache als erstes, füge ich den Mono hinzu. Guck hier kurz durch, passt das alles, stimmt das alles, ja, sind wir mit einverstanden. Und halt machen dasselbe nochmal, Drucker hinzufügen. Weil wie gesagt, ich habe auch einen dualen Kopf drauf. So, und nehme jetzt hier dual, bestätige das Ganze.
Gucken wir hier ganz kurz durch. Passt das alles? 2 Extruder ist dabei. Wunderbar. Bestätigen wir. Und die Sache ist hier jetzt schon erledigt. So. Und damit habe ich Cura in der Grundversion installiert. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz in das Marketplace rein. Weil hier ist das Ding, was ich meinte vorhin mit dem SolidWorks. Bei Plugins. Und dann steht hier schon SolidWorks Integration. Ja. Ich von meiner Seite, ich bin wirklich leidenschaftlicher SolidWorks Anwender. Ich benutze es gerne. Also rein damit. Hier sind noch einige andere Plugins mit dabei, die ich schon installiert habe. Funktionieren ganz gut. Ich kann es euch auch kurz mal zeigen. Und zwar Datei, öffnen. Nehmen wir mal hier unseren Becher. Dann fragt er mich, hier möchte ich den fein oder grob haben. Dann sagen wir, okay, fein in 3D-Printing oder fein in SolidWorks. Bestätigen wir das Ganze. Jetzt rechnet er hier einmal ganz kurz das Ding hoch. Also dieses Plugin setzt das sozusagen um, dass es eine STL war. Jetzt stellen wir den Becher noch schnell auf den Tisch oben rauf. 0. Und schwuppdiwupp könnte ich den Becher, so wie es jetzt ist, einfach nur noch slicen. Nach 13 Stunden wäre er fertig. Na klar, könnte man jetzt hier an den Einstellungen noch eine ganze Menge verändern. Aber das machen wir gerne in einem anderen Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wenn irgendwas ist, was euch nicht gefallen hat, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Die helfen mir weiter. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis die Tage.